Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu Einheit Nummer 10 unserer 14-Tage-Challenge Abnehmen und Figur. Schön, dass du wieder dabei bist. Nach dem gestrigen Pilates geht's dir hoffentlich gut, fühlst vielleicht so ein paar Muskeln, vor allem die Körpermitte. Kann sein. Heute wird es etwas anstrengender. Heute machen wir Intervalltraining. Das heißt, wir fordern unseren Körper etwas, fordern ihn mal heraus. Das sollten wir auch ab und zu, um unseren Stoffwechsel zu erhöhen, um die Muskeln mal so ein bisschen zu fordern und auch unser Herz-Kreislauf-System vor allem ein bisschen zu fordern. Aber es ist mir wichtig, dass du nur so mitmachst, wie es für dich okay ist. Wenn du merkst, es wird dir zu viel, dann mach wirklich einfacher mit. Ich zeige dir auch immer mehrere Varianten, sodass du auswählen kannst, was du möchtest. Also fordere dich mit 5 einzelnen Übungen, die wir jeweils dann dreimal machen. Ungefähr eine Minute jede Übung, kannst du dich schon ein bisschen drauf einstellen. Und ich würde sagen, wir legen los, oder? Wir rollen die Füße zuerst mal am Platz ab. Ganz locker. Machen uns etwas warm. Brustbein heben, Schultern zurück, Bauchnabel ganz sanft nach innen ziehen. Lass die Schultern nach hinten kreisen. Ganz locker. Dann die Ellbogen größer werden. Du kannst auch nur am Platz abrollen, gell? Und noch mal ein bisschen größer. Lange Arme. Mach die Bewegung weiter, lass deine Arme unten, nimm deine Ellbogen an den Körper und tu so, als wolltest du Seil springen. Deine stabile Mitte gleich mal aufbauen. Ganz kleine Seilsprungbewegung. Dann lässt du deine Arme nochmal los. Lass sie fallen, geh am Platz und zieh im Wechsel die Knie nach oben. Und zwar kreist du sie nach außen hoch. Mobilisier dein Hüftgelenk. Und dann zieh die Knie nochmal nach oben und hol deinen Ellbogen zum gegenüberliegenden Knie. Versuch mal möglichst aufrecht zu bleiben. Und dann ziehst du noch deine Ferse hinten zur Hand. Versuchst dich nach hinten aufzudrehen. Und bleibst dann gleich mal bei der Bewegung. Ich hoffe, so ein bisschen warm. Ja, ohne Arme. Und jetzt versuchst du gleich mal einen großen Schritt zu machen. Das ist auch unsere erste Bewegung. Das heißt, du kannst entweder so bleiben, machst einen möglichst großen Schritt. Und denk dran, wir wollen heute schon auch mal den Puls so ein bisschen nach oben bringen, die Grenzen unseres Pulses ausweiten, um noch mehr Fett zu verbrennen, Energie zu verbrauchen. Und wenn du möchtest, dann darfst du einen Sprung machen von rechts nach links. Bereit? Ungefähr eine Minute und los geht's. Gehen oder springen und denk dran, fordere dich. Aber immer so, wie es für dich okay ist. Wichtig ist, leise abfedern. Spannung im Bauch. Die letzten 20 Sekunden noch. Ich habe da nur meine Uhr. Der Schritt ist so groß, wie es für dich okay ist.
noch 5, 4, 3, 2, einen und locker dich ein bisschen aus. Puls wieder nach unten. Die nächste Station zeige ich dir einfach schon mal. Hüftbreit geöffnete Beine. Dein Gewicht nach hinten unten. Und jetzt gehst du nach oben, spannst dein Gesäß an. Bleib in Bewegung, während ich dir das zeige. Tief und hoch. Wenn du dich fordern möchtest, gehst du tief und springst nach oben ab. Okay? Gut. Und los geht's. Tief, entweder und hoch. Gib einen knackigen Po, knackige Beine oder leicht nach oben abspringen. Du kannst auch ein paar Mal springen und dann wieder ohne Sprung. Du kannst auch variieren. Wenn die Oberschenkel brennen, dann machst du es richtig. In deinem Tempo. Und locker lassen, auslockern, gebrannt, gut, locker dich aus. Nächste Runde, du bleibst wieder in Bewegung, ich zeige es dir zuerst, gehst in eine Schrittstellung und versuchst dann deine Beine zu wechseln. Du kannst auch rechts, links, hinten tippen, okay? Puls ist schon oben. Bereit? Und los geht's. Also entweder hinher oder nach hinten tippen. Spannung in der Mitte. Du musst nicht springen, gell? Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei und locker weitergehen. Nächste Übung, bleib in Bewegung, grätsche und dann gehst du tief, gerade Rücken. Du bleibst im Gehen. Nimmst deine rechte Hand nach unten, gerade Rücken, beide hoch, komm tief und wieder hoch. Wichtig, Rücken gerade. Und wenn du möchtest, darfst du springen und tief. Okay, alle zusammen. Grätsche, bereit und los geht's. Rechte Hand tief, wenn du willst, linke Hand. Gehst du oder springst? Nochmal feste Beine, leise nach unten abfedern. Sekunden. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, einen. Locker. Auslockern. Gehen. Letzte Übung, bleib in Bewegung und geh es raus, raus, rein, rein. Das ist die Übung,
die kannst du so oder etwas schneller machen. Das heißt, du trippelst. Okay, wieder bereit? Dann starten wir jetzt. Entweder so, möglichst schnell, oder trippeln. Spür deine Mitte. Aufrecht bleiben. Endspurt. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei und weitergehen. Pause und dann nochmal alles von vorne. Wie geht's los? Genau, mit dem Hin- und Herspringen. Locker dich ein bisschen aus. Komm schon mal so zur Matte, dass du Platz hast zur Seite. Rutscht. Eine Minute, zweite Runde und los geht's. Du gehst oder springst. Seitliche Rumpfkraft ist ganz wichtig. Bisschen nach. Mal acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei und lockern. Jetzt kommt der Squat, die Kniebeuge. Bleib in Bewegung, mach Pause. Ich hoffe, du musst auch schnaufen. Es ist nur so laut, weil das Mikro so nah am Mund ist. So, hüftbreit, entweder eine Minute lang tief und hoch, Po anspannen, mach mit, oder nach oben abspringen. Gerader Rücken. Kann auch zwischendurch wieder so ausschauen. Denk dran, tief gehen und die letzten 15 Sekunden, wenn du möchtest, nochmal Sprung. Vier, drei, zwei und marschieren. Sehr gut. Nächster war der Hin und Her, entweder Hintertippen oder der Sprung. Pause. Aber du wirst merken, nachher ist der Stoffwechsel auf Hochtouren. Danach nicht unbedingt gleich was essen, was trinken. Dann verbrennst du richtig Energie. Jetzt kommt dieser Sisser. Und los geht's. Oder so. Okay? Endspurt. Geht noch.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, einen und gehen. Was war das nächste? Genau, der Sprung. Grätsche. Bleib in Bewegung. Immer wieder Puls runter und Puls wieder etwas höher. Wieder bereit? Gut. Dann in die Grätsche. Gerade Rücken und los geht's. Tief beugen, hochkommen. Links tief, hoch. Und das Ganze darf schon explosiv, dynamisch werden. Oder du springst muss nicht. Knie nach außen. Letzten 15 Sekunden. Vier, drei, zwei, einen, locker. Puh. Da kommt der Puls am höchsten, oder? Pause. Und jetzt dann auseinander, zusammen und das relativ schnell. Und vielleicht weißt du noch, welches Bein du vorher angefangen hast. Dann nimm jetzt das andere. Gleich geht's weiter. Und los geht's. Also entweder raus rein oder schneller. Koordination. Die letzten 20 Sekunden. Tempo. Dann haben wir nur noch eine Runde. Fünf, vier, drei, zwei und gehen. So, Pause. Eine letzte Runde. Wenn du willst, trink ruhig was. Aber bleib in Bewegung. Such dir schon mal wieder einen Platz nach rechts aus. Jetzt kommen erst wieder unsere Schritte, gesprungen oder gegangen. Bereit? Letzte Runde, alle Energie nochmal sammeln. Perfekt. Und los geht's. Also entweder ist gegangen oder du springst. Wir haben nur noch eine halbe Minute. Letztes Mal diese Übung. Glück gehabt. Zehn Sekunden. Nochmal alles geben. Größer werden. Vier, drei, zwei, locker. Super. Auslockern. Nächste Übung war der Squat, die Kniebeuge mit oder ohne Sprung. Schon wieder schauen.
die Füße mindestens Hüftschmal sind. Wieder Brust raus. Bereit? Gewicht nach hinten. Und jetzt gehst du entweder nur hoch, nur in Anführungszeichen, oder mit Sprung. Los geht's. Lass dir Zeit. Und zwischendurch gerne nochmal ohne Sprung. Wichtig ist nur, Po tief schieben. Und die letzten Runden, gib alles. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei und locker. Genug. Weitergehen. Und jetzt kommt dieses versetzte Springen hinher. Entweder wieder einfach nur nach hinten tippen oder den Sprung. Noch ein bisschen Pause. Alles gut? Und los geht's. Arme mitnehmen. Spannung im Bauch. Letzten 10 Sekunden. Komm, komm, komm. 5, 4, 3, 2, 1 und lockern. Gehen. Immer wieder stolz und aufrecht. Komm schon mal in die Grätsche. Nur noch 2 Übungen. Nochmal die Knie nach außen, Richtung Fußspitzen, aufrichten und los geht's. Tief und hoch. Entweder so oder wieder mit Sprung. Gerader Rücken. Atmen. Geht noch. 8 noch, okay? 7, 6, 2, 1. Locker. Gehen, gehen. Und als nächstes nur noch das Trippeln. Pause. Der Puls ist oben. Bei mir zumindest. Unsere letzte Minute schaffen wir noch. Und los geht's. Außen, außen. Innen, innen. Und wenn du möchtest, Tempo. Schneller.
Stopp mal, anderes Bein beginnt. Letzte halbe Minute. Nochmal Tempo. Oder gehen. Jetzt nochmal Gas geben. Spür auch die Körpermitte dabei. 4, 3, 2 und bravo. Super. Locker weitergehen. Atme ein nach oben. Atme aus. Tief ein. Durch die Nase, durch den Mund aus. Einatmen und aus. Letztes Mal ein. Streck dich, zieh dich lang. Rechts und links strecken, räkeln. Locker deine Arme aus und tippe nach vorne. Rechts und links. Kann stolz auf dich sein, wirklich. Morgen kommt eine Stunde für den Rücken. Also morgen wird es wieder etwas Piano. Aber die Aufrichtung ist ganz wichtig. Formt sich die Figur ganz anders, wenn wir eine gute Haltung haben. Die tiefen Schichten trainieren morgen, die uns aufrichten, die unsere Taille formen. Ferse nach vorne im Wechsel. Rechte Ferse, linke Ferse. Ich komme so ein bisschen schräg zu dir. Dann halte ein Bein vorne. Ganz locker tippen. Zurück die Schultern. Eine Etage tiefer. Halte dann die Fußspitze angezogen, streck dein Knie, ganz gerade, Rücken tief, Schultern zurück, vielleicht noch ein bisschen tiefer. Dann darfst du ganz gerne so ein bisschen federn nach unten. Halte, roll dich auf, fass gleich dein Bein, Knie zusammen. Nimm den gegenüberliegenden Arm nach vorne und jetzt versuch deinen Fuß nach hinten zu schieben. Becken parallel zum Boden und drück den Fuß in die Hand. Schulter tief. Komm wieder zurück. Sehr gut. Wechsel. Lass mal wieder tippen. Gerade Rücken, bleib dann oben und feder ganz sanft mit deinem Rumpf nach unten. Halte nochmal so weit wie du kannst. Fußspitzen nochmal höher ziehen. Aufrollen, Bein fassen. Knie zusammen, Arm nach vorne und schieb den Fuß in die Hand. Becken wieder parallel ausrichten, Fuß in die Hand drücken. Hüftbeuger, Oberschenkel spüren, gern festhalten irgendwo. Sehr schön, lass los. Komm zurück, locker dich aus. Ich hoffe, dir ist auch richtig warm. Schüttel aus, atme ein. Arme hoch, lass ihn nochmal ausatmen, fallen. Einatmen, hoch, ausatmen, fallen. Zieh dich jetzt ganz lang, streck und räkel dich noch einmal. Wenn du Lust hast, empfehle die Challenge gerne auf Freunden, Freundinnen weiter. Freue ich mich, wenn ganz viele mitmachen. Öffne die Arme, Ellbogen zurück,
Wenn du möchtest, kannst du meine Arbeit wertschätzen. Das steht unter dem Video beim Mehr ansehen, mal draufklicken. Macht sich noch eine Seite auf mit zum Beispiel 2,50 Euro oder 5 Euro monatlich, kannst du das tun. Freue mich auch, wenn du ganz einfach so mitmachst. Und vielen Dank an die, die mich bereits schon unterstützen. Lass nochmal locker, ganz locker. Atme ein, atme aus, atme ein. Löse noch einmal, schüttel aus und entspann dich. Vielen Dank fürs Mitschwitzen. Sehr, sehr gut, wirklich. Du kannst, wenn du Lust hast und du hast es noch nicht getan, meinen Kanal auch abonnieren. Das ist kostenfrei. Und die graue Glocke daneben drücken, neben diesem Abo-Button. Dann bekommst du nämlich immer Info, wenn ich wieder Neues wieder auf YouTube geladen habe. Ich freue mich aber auch, wenn du ganz einfach beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis morgen!